Ja, hallo zusammen. Heute mal aus dem guten Olpe in Finnetrop. Und zwar sind wir hier auf dem Sauerländer Tuning-Treffen. Mega, mega geile Party hier. Und ich würde sagen, wir sind ja öfters auf so Veranstaltungen. Sagt uns doch einfach mal in den Kommentaren, wo wir für euch einfach mal hinfahren wollen. Vielleicht kennt ihr ein schönes Treffen, wo ihr sagt, das wäre doch geil, wenn ihr da auch mal hin wolltet. Dann schreibt uns das einfach und dann nehmen wir uns das natürlich zu Herzen und gucken, dass wir da sind. Könnt ruhig in ganz Deutschland mal schreiben, egal, wir reisen für euch natürlich, wohin ihr wollt. Aber jetzt hier mal zum Platz, hinter mir überall Autos, mega, mega geil. Und dann Veranstalter ist hier die Firma Estaloca. Ist ein Veranstalter von Lichttechnik, Bühnentechnik und so weiter. Könnt ihr bei dem mieten. Macht auch immer einen guten Job. Aber hier muss ich sagen, das ist eine Charity-Veranstaltung. Das heißt, alle Einnahmen kommen nicht ihm zugute. Er macht das wirklich hier aus freien Stücken. Und alles, was hier eingenommen wird, kommt hier einer Kindergruppe bei einer Kindergruppe zum Tragen. Und das finde ich natürlich auch super, super toll. Erwähnen muss man auch, hier läuft ein mega Sound. Wir gehen mal kurz rüber zu dem Anhänger hier. Ein Wahnsinnsding, da kommt wirklich so ein Sound raus, du kannst dich nicht mehr unterhalten von den Leuten. Ja, Art of Sound ist das. Und ja, die haben wir natürlich mal gebeten, mal kurz Pause zu machen für uns. Und dann haben die gesagt, kein Problem, machen wir. Und deshalb geben wir ein bisschen Gas, damit die auch ihre Musik wieder anmachen können, damit hier wirklich diese Riesenparty wieder steigt. Und zusätzlich, was soll ich euch sagen, in den Himmel gucken. Wir haben schon wieder mega geiles Wetter hier. Wir haben so 25 Grad, bisschen Wind, schön, nicht zu heiß, aber super geil getroffen. Ja, tolle Autos. Hier kommt gerade ein B6 Alpina vorbei, ein E30, ein altes Auto. Hier vorne haben wir schöne Corvette stehen, ein Jaguar, Audi R8, dann ein TTRS. Dann geht es schon weiter hier mit Lamborghini Huracan. Super Trofeo in so einem grünen Metallic, auch sehr, sehr schönes Auto. Ja, ein schöner SL in Weiß und dann ein Aventador in auch einem geilen Grau Metallic, schön mit vielen Carbonteilen und schwarz so abgesetzt. Dann gelbe Bremssättel, gelbe Streifen auch in die Sitze so ein bisschen mit gelbem Leder gemacht. Auch ein Bekannter von uns, auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, und dann gehen wir mal rüber. Wir haben natürlich auch wieder eine ganze Menge für euch mitgebracht. Und natürlich auch viele Freunde sind wieder hergekommen, sind unserem Ruf natürlich gefolgt und haben gesagt, komm, wir kommen auch vorbei. Und da geht es natürlich los hier ganz vorne mit einem mega geilen BMW M3-Viertürer, sorry. Auch super gespeckt das Auto, wirklich alles dran gemacht an Carbon, was im Moment möglich ist. Auch ganz andere Niere verbaut hier. Finde ich auch viel edler wie die normale. Wirklich ein mega geiler Speck. Ja, und dann geht es hier schon weiter. Performante, direkt zwei Stück. Einer in einem Orange Metallic Matt. Und dann daneben der vom Torsten, Orange Metallic glänzend. Dann ein schöner Aventador SVJ. Auch ein sehr schöner Speck, obwohl ich gar nicht so auf Weiß stehe, aber hier auch in Matt gehalten und dann mit diesen Applikationen, mit den roten Streifen abgesetzt, goldene Felgen, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, und hier haben wir das nächste Highlight, das haben wir euch ja schon mal im Einzelnen vorgestellt. Könnt ihr mal in die Videos zurückgehen, vom Kevin das Auto. Guckt euch den Golf mal an, Luftfahrwerk verbaut, guckt mal, wie das Auto da steht. Und dann innen drin ein einziges Kunstwerk, Leute. Aber wie gesagt, haben wir euch ja schon mal komplett vorgestellt. Geht einfach mal zurück in die Videos, könnt ihr das sehen. Ja, vom Frank, LT600 Spider, natürlich eine Augenweide. Das ist auch wirklich ein Highlight, das Auto. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir fahren jetzt zusammen wieder eine schöne Tour durch die Alpen. 4, 5 Tage sind wir da unterwegs. Ich freue mich schon drauf, in 14 Tagen geht's los. Ja, dann haben wir natürlich unsere Tuchfirma wieder dabei, Mikrofasertücher von der Firma Fenz und auch ausgestellt. Natürlich unser grünes Monster mit dabei, hier als der Tuning-Szene haben wir gesagt, nehmen wir den mal mit. Der ist ja getuned, 920 PS im McLaren 720S.
Ja, einen sehr, sehr schönen Stand, finde ich, haben wir hier aufgebaut. Haben auch schon sehr viel Zulauf hier am Stand. Seht ihr den Jens im Hintergrund, mein Partner hier von Fans. Auch der Erfinder der Tücher. Und ich muss sagen, da hat er genau ins Herz getroffen, ins Schwarze getroffen. Die Tücher sind einfach mega geil. Geht einfach mal auf die Seite, guckt euch das genau an. Ja, hier von meinem Sohn, der BMW M2. Auch komplett gemacht. Alles dran verändert. 570 PS. Schiff da drin, ist also ein Schaltwagen. Auch super, super schön. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause, kommt mal mit, da hinten stehen noch richtig geile Karren. Ja Leute, hier haben wir auch wieder die nächste Augenweide. Audi SQ, ich muss passen, RSQ8. Ja, steht ja auch drauf, Limited Edition von Abt. Wahnsinnsauto, hier alle Anbauteile auch in Carbon gemacht. Sehr, sehr schick, rote Bremssättel. Alles innen drin auch so ein bisschen rot abgesetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel PS die Kiste hat, also war schneller als der Lamborghini Urus. Ich denke so um die 800, 820 PS. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wer es genau weiß. Guckt einfach mal nach. Aber ich finde ein mega, mega schönes Auto. Und auch hier das Heck, muss ich sagen, das habe ich mir eben schon mal angeguckt. Wahnsinn. Also für einen Geländewagen wirklich, wirklich super schick. Muss ich sagen, mega, mega geiles Auto. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter rund zum nächsten Highlight. Bis gleich. Ja, Leute, hier direkt gegenüber von unserem Stand ein geiles Nesca-Auto hier. Das finde ich wirklich auch mega, mega geil. Jetzt guckt euch die Kiste mal an. Also da würde ich auch gerne mal eine Runde mit drehen. Sehr, sehr schön. Und dahinter schön aufgereiht, so die ganze Skyline-Reihe. Auch sehr, sehr schön. Alle hintereinander, die haben eben mal einen Soundcheck gemacht. Da fallen dir die Ohren ab. Ja, wir sind hier auf dem Gelände von der Firma Aibach. Die hat das hier kostenlos zur Verfügung gestellt, das Gelände. Auch da vielen, vielen Dank der Firma Aibach dafür. Wie gesagt, ist ja eine Charity-Veranstaltung, wird alles gestiftet, die Einnahmen. Und die Firma Aibach präsentiert sich natürlich auch ein bisschen mit einem ganz neuen M2. Auch komplett gemacht natürlich. Aibach Fahrwerk, alles drin. Auch sehr, sehr schön. Guck mal, wie schön satt der in den Radläufen steht. Auch sehr, sehr schönes Auto. Dann hier noch so ein kleiner Rennwagen auch mitgebracht. Auch sehr, sehr schön. Und hier mal wirklich ein Geländewagen von Ford. Ein Pickup. Auch da muss ich sagen, hinten cool verbaut, so mit kompletter Abdeckung. Die Suchscheinwerfer oben drauf. Auch da muss ich sagen, ein sehr, sehr schönes Auto. Aber hier steht noch so viel. Wir haben draußen noch zwei große Parkplätze. Kommt mal weiter mit für die Highlights. Ja Leute, ein Highlight das andere. Hier sind wir so ein bisschen in der amerikanischen Ecke angekommen. Mega, mega geil. Hier, guckt euch das mal an, die Corvette ZR1. Ausschnitt aus Carbon. Dann meine Lieblingsfarbe in Orange. Wirklich ein Traumauto, auch Carbon-Dach hier. Carbon-Flügel hinten drauf. Wirklich eine Audenweide. Und was hier noch alles steht, ich glaube, es ist ein Challenge. Dreimal Mustang hier in der Reihe. Und hier mega, mega geil, ein Camaro, Leute. Guckt euch den mal an. Auch wie satt der liegt, wird auch ein Luftfahrwerk verbaut sein. Auch die Haube hier aus Glas, schön offen. Da seht ihr wirklich ganz geil das Herz hier. Auch sehr, sehr schön. Mega geil, innen drin sogar Bügel verbaut. Auch super, innen drin auch alles mit Carbon abgesetzt. Auch sehr, sehr schönes Auto. Ja, eins reiht den anderen hier, Mustang. Auch wieder schön mit den Streifen. Hier ganz in Schwarz mal. Wirklich geile Sachen. Ja, ich würde sagen, auch da, wenn ihr mal ein geiles Auto habt und mich mal persönlich kennenlernen wollt, schreibt uns einfach mal, wenn ihr sagt, ich habe ein Highlight hier stehen. Das müsstet ihr eigentlich auch mal vorstellen. Schreibt uns einfach in die Kommentare. Macht kurz mal ein Bild dabei, was für ein Auto es ist. Wir werden uns bei euch melden und wenn ihr wollt, stellen wir euer Auto mal persönlich vor. Und da ist auch die Möglichkeit, das Ganze natürlich bei uns in der Flipperbude zu machen. Das wäre natürlich für euch auch ein weiteres Highlight. Dann stellen wir euer Auto in der Flipperbude auf unserem Kanal persönlich vor. Schreibt einfach rein. Ich denke, das ist eine geile Nummer. Und jetzt kommt weiter mit. Ja, Leute, auch die Klassik-Kollegen kommen hier nicht zu kurz. Und das finde ich geil. Nicht im Original belassen, sondern wirklich ein bisschen gechoppt hier das Ganze. Richtig an die Erde gelegt. Jetzt guckt euch mal den Käfer an. Mega, mega geil. Haben erfahren, 1,6 Liter Hubraum, 75 PS. Aber das Ding wiegt ja auch nichts. Ich denke mal so um die 700 Kilo, vielleicht auch noch 750 mehr, bestimmt nicht. Und dann ein sehr, sehr schönes Modell hier, komplett das Dach zum Öffnen. Und irre, guckt euch mal an, wie der Radstand hinten ist. Mega, mega geile Karre hier.
mega, mega, mega geile Karre, muss ich euch sagen. Und von den Klassikautos stehen hier wirklich auch eine ganze Menge rum. Seid einfach nächstes Jahr hier dabei. Wie gesagt, ist eine mega Charity-Veranstaltung. Das ist wirklich, ihr tut damit auch was Gutes. Ich glaube, kostet 15 Euro Eintritt mit dem Fahrzeug, wenn ihr hierher kommt. Und ich denke, das ist es wert und ihr tut auch noch was Gutes. Und hier stehen so viele geile Autos. Der Julian macht euch einen Carporn gleich. Und das ist wirklich abartig, was hier rumsteht, wer hier alles hingekommen ist. Das Ding wird Jahr zu Jahr größer. Seid einfach nächstes Jahr dabei. Ich würde mich freuen. Jetzt kommt weiter mit. Ja, Leute, auch wieder ein Highlight. Sogar die Dachpappe hat es hier hingeschafft. Aber wirklich sehr, sehr schön gemacht, der Trabi. Jetzt guck mal bitte hier rein, Julian. Den Motor sogar mit Leder verkleidet. Geil abgenäht. Wirklich ganz, ganz cool. Ah ja, innen drin auch. Müssen wir uns ein bisschen tiefer mal. Cool, ja, ja, Vorsicht. Oh, mega. Cooles Auto hier, offene Ansaugung. Jungs, guckt da mal rein hier. Alles schön gemacht. Richtig geil restauriert. Und hier oben sogar lackiert, oder? Ja, sieht so aus, ne? Mega. Sehr, sehr geil gebaut hier. Schön tiefgelegt. Ja, und wie es sich gehört, DDR-Aufkleber hinten drauf. Sehr, sehr geil. Ich sag ja, hier ist für jeden was dabei bei dem Tuning-Treffen. Ich kann es nur immer wiederholen. Seid nächstes Jahr einfach mit dabei. Ja, Leute, ganz zum Schluss. Hier ist die Ford-Reihe sozusagen. Ja, alle Firmen haben hier so ein bisschen ihre Plätze bereitgestellt für das Event. Auch vielen, vielen Dank für alle, die das gemacht haben hier. Auch toll. Und ich muss sagen, steht hier hinter mir ein Ford RS. Auch mega schön gemacht mit dem Blau-Metallic, schwarz und weiße Streifen übers Auto gezogen. Ja, super, super schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich finde das Event hier mega geil, auch weil es eine Charity-Veranstaltung ist und man damit auch wieder ein bisschen was Gutes tut. Also seid einfach nächstes Jahr mit dabei und bleibt natürlich am Kanal. Am besten abonniert ihn direkt, läutet die Glocke wie immer. Und ich würde sagen, sagt all euren Freunden Bescheid. Und denkt dran, wenn euer Auto bei uns im Kanal mal vorgestellt werden soll, sagt einfach Bescheid, meldet euch über die Kommentare. Wir werden uns mit euch in Verbindung setzen und da habt ihr auch die Möglichkeit, den Wunsch zu äußern, dass euer Auto in der Flipperbude vorgestellt wird. Und das ist doch wirklich ein Highlight. Meldet euch einfach und ich würde sagen, noch einen schönen Mittwochabend und bis nächste Woche. Ciao.